Und zwar, wir haben drei Highlights für dich. Heute geht es hauptsächlich um die Core-Arbeit dabei oder um die Oberschenkelarbeit. Erstes Highlight sind Air Squats. Rena zeigt uns das hier einmal. Wir stellen uns schulterbreit hin. Achten darauf, wirklich Ellbogen gehen nach außen. Wir schauen, dass wir die Füße in den Boden reindrehen. Das heißt, ein bisschen Moment drauf bringen, dass der vordere Fuß nach außen dreht, sich die Ferse nach innen dreht. Und wir probieren dabei so aufrecht wie möglich zu bleiben. Das heißt, Hände zur Hilfe nehmen, Hände nach oben strecken. Und wenn wir da unten angekommen sind, dann zeigt uns das nochmal, wollen wir hier einmal die Parallele durchbrechen, das heißt Hüfte unter Knien bzw. Oberschenkel parallel zum Boden. Das ist der Air Squat. Zweites Highlight, die Squat Rotations. Wir starten hier genau auf den Knien. Von hier aus nehmen wir jetzt erst den linken Fuß nach vorne oder den rechten, dann den anderen Fuß hinterher, schauen, dass wir in dieser Zwischenposition in der Squat Endposition bleiben, das heißt unter parallel bzw. auf paralleler Höhe und gehen dann wieder zurück. Jawohl. Schaut hier, dass ihr schön durchrotiert, das heißt einmal die Bewegung mit dem rechten Fuß anfangt, dann den linken Fuß nachzieht, wieder zurück in die Ausgangsposition, dann mit links anfangen, dann den rechten Fuß nachziehen. Das sind die Squat Rotations. Einmal von rechts nach links, beziehungsweise immer von Ausgangsposition zu Ausgangsposition, so beispielsweise eine Wiederholung. Drittes Highlight, die Alternating Sit-Throughs. Lena freut sich drauf. Yeah. Schaut hier, dass ihr eine stabile Ausgangsposition habt. Das heißt, Füße ein bisschen weiter auseinander, dass ihr hier eine stabile Ausgangsposition, wie gesagt, habt. Und dann genau einmal diagonal heben wir das linke Bein und den rechten Arm und stecken das Bein dann entsprechend unterm Körper durch. Das Ganze wieder auf der anderen Seite. Schaut hier, dass ihr eine stabile Position habt, dass das eine kontrollierte Bewegung ist. Und dann, je schwerer ihr es machen wollt, desto höher bringt ihr das Bein unterm Körper durchziehen. Das waren die drei Highlights von heute. Wir hoffen, du hast Spaß dabei und wünschen euch schon mal frohe Weihnachten.